Ich freue mich zu hören, wenn zum Beispiel Albanien Flüchtlinge aufnehmen möchte. In der Vergangenheit war es ja sogar oft so, dass Leute aus Albanien angeblich nach Österreich geflüchtet sind. Also wenn Albanien oder andere Länder Flüchtlinge aufnehmen möchten, dann ist das deren gutes Recht und dann sollen sie das auch von mir aus tun. Aber ich sage, für uns als österreichische Politiker ist es in erster Linie wichtig, sicherzustellen, dass sich Szenen, wie sie sich 2015 in Österreich abgespielt haben, wo unkontrolliert Zehntausende Menschen quer durch Österreich gezogen sind, irrsinnig viele ja auch hier geblieben sind. Wir haben ja bereits über 40.000 Afghanen im Land, mehr als 20.000 davon allein in Wien, dass wir hier sicherstellen, dass sich sowas nicht mehr wiederholen darf und dass wir klar sagen, die Zahl der Afghanen, die wir hier noch zusätzlich aufnehmen müssen und dürfen, die liegt bei null. Wir brauchen keine zusätzlichen Flüchtlinge mehr. Wir müssen einmal schauen, dass die Asylverfahren, die es bereits jetzt gibt, abgearbeitet werden und dass auch tatsächlich konsequent abgeschoben wird. Weil wenn der Innenminister im Fernsehen sagt, er ist für Abschiebungen nach Afghanistan, vor allem auch in der Vergangenheit gewesen, dann klingt das einmal gut. In Wahrheit hat es allerdings viel zu wenige gegeben. Wenn wir da zum Beispiel an den schrecklichen Mordfall der 13-jährigen Leonie denken, wo bereits davor straffällig gewordene Afghanen, die längst abgeschoben werden hätten müssen, die kriminell waren, die unter falschen Altersangaben auch eingereist sind, die sagen, sie sind Kinder mit 15, in Wahrheit sind sie über 20. Das sind genau die Fälle, wo es keine Abschiebungen gegeben hat und wo man jetzt viel mehr die Diskussion dort führen muss, wie man diese Leute außer Landes bringt, anstatt darüber zu reden, wie man schon wieder neue hereinholen kann. Mhm. Aber es gibt natürlich auch viele Afghanen, die hier ohne Probleme leben, die sich gut integrieren, die sich auch gut benehmen. Es gibt sicher auch Afghanen, die sich hier integriert haben und die auch einen Arbeitsplatz gefunden haben. Und dort, wo es positive Asylbescheide von Gerichten gibt, dort ist dieser Schutz auf Zeit ja auch zu gewähren. Aber Faktum ist, dass es auch irrsinnig viele negative Bescheide gibt, dass die dann in manchen Fällen allerdings nicht vollzogen wurden, wie genau bei diesem Mordfall beispielsweise. Und wo hier die ÖVP auf Bundesebene, aber auch natürlich die rot-grüne und jetzt rot-pinke Willkommenspolitik in Wien fehlgeschlagen hat. Und wenn der Bürgermeister Ludwig jetzt sagt, er will noch mehr Leute aufnehmen, dann sollte man ihm ganz ehrlich sagen, er sollte sich einmal um die Wiener kümmern, die hier leben. Die werden dauernd nur noch mehr belastet. Erst jetzt hat er die Gebühren wieder erhöht, Kanal, Müll, Wasser, alles wird teurer. Und gleichzeitig verschenkt er das Steuergeld an Menschen, die hier noch nie einen Cent eingezahlt haben. Dafür habe ich kein Verständnis. Mhm. Aber was würden Sie denn aber sagen, was sollte die internationale Gemeinschaft angesichts der Krise in Afghanistan tun? Es ist ja nicht zu leugnen, dass da viele unschuldige Menschen jetzt in einer sehr prekären Situation sind, dass es eben nicht nur die gibt, die für die Alliierten, für die US gearbeitet haben, die ja rauskommen, wenn es gut geht, jetzt bis zum 31. August und aufgenommen werden, aber viele weitere, die auch in Gefahr sind, die eben hier schon westlich gelebt haben, die Frauen, die Berufe hatten in Bildungseinrichtungen, in der Kultur, in der Politik. Ja, diese Hilfe, dort kann man sicher vor Ort beitragen und unterstützen. Allerdings ist es wichtig, dass das am Kontinent stattfindet, an dem sich auch die Konflikte tatsächlich zutragen und dass das in Nachbarländern stattfindet und dass man nicht wie 2015 tausende Kilometer über Wasser, über Land zurücklegt, um dann hier sich in einem Sozialsystem oftmals wiederfinden zu können. Hier ist es notwendig, dass eine internationale Staatengemeinschaft diese Probleme auch vor Ort löst und nicht wieder Europa und vor allem auch in Europa ganz wenige Länder wie Deutschland, Österreich und einige andere, die alleinige Last tragen müssen. Also Sie würden auch sagen, wie auch jetzt die Bundesregierung sagt, dort Hilfe in finanzieller Form für... Vor Ort kann man helfen, man muss allerdings gleichzeitig sicherstellen, dass diese Hilfe auch ankommt und nicht wie so oft bei Entwicklungsgeldern leider der Fall ist, auch dieses Geld versickert. Wie sehen Sie generell die Situation in Afghanistan? Finden Sie es gut, dass mit den Taliban verhandelt wird oder sollte man die ignorieren? Schauen Sie, das ist ein globaler Konflikt, der entstanden ist, weil es dort verschiedenste Militärinterventionen gegeben hat. Wir haben jetzt 20 Jahre Besetzung der USA gehabt. Das ist alles ein Thema, das mit Österreich sehr, sehr wenig zu tun hat. Und ich glaube, wir können jetzt vor Ort in manchen Bereichen unterstützen, müssen uns allerdings auf die Probleme, die wir im eigenen Land haben, als österreichische Politiker in erster Linie fokussieren.